Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto. Nicht im Clan True Warriors, da bin ich natürlich noch mit Thorsten, aber ich bin mit dem Avatar weiterhin in dem Clan Mean Machine und ich habe das gestern Abend im Stream ja auch so gemacht. Das heißt, ich habe die Dörfer gewechselt. Ich bin hier einmal aufgebaut auf meinem Mobile Device und kann aber dann innerhalb der Software hier einfach auf den Thorsten-Account wieder switchen und Motto ist ja eigentlich, wir farmen so ein bisschen fürs Update, wann es auch immer kommt. Ihr hattet ja gesehen, dass es dieses fünfte Logbuch jetzt mittlerweile gab und mehr News gibt es aber noch nicht. Es gab wohl irgendwo so geleakte Button oder so, aber das ist jetzt nicht so der Rede wert. Ich denke mal, wir farmen schön mit Golaloon, denn ich habe gesehen, dass es ja hier ein Event zu spielen gibt. Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Gestern Abend, das hätte ich natürlich auch machen können. Hab hier auch noch keinen Kampf jetzt gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum ich noch keinen gemacht habe. Ah, ich weiß. Okay. Ja, ich habe noch keinen gemacht. Mit dem Avatar-Account, mit dem Thorsten habe ich schon gemacht. Mit dem Afa haben wir hier übrigens in diesem Clan, nur zur Info, stark gewonnen. Gar keine Frage. Der Gegner hat auch nicht wirklich angegriffen, nachdem wir hier bis hier oben hin alle Bases dicht gemacht haben und eigentlich fehlt uns nur ein Stern hier. Also schon schöner CK gewesen und das wird in jedem Fall wieder grün. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken mal, was ich in der Clanburg habe. Ja, das ist gut. Ich denke mal, damit können wir was anfangen und können damit mal angreifen. Wir suchen uns mal einen guten Gegner. Ich bin ja mit dem AFA immer noch relativ hoch in den Ligen und weil ich eigentlich nur noch Dunkles brauche für meine Helden und deswegen kann ich mich hier oben rumtummeln für, ich muss noch zwei Mauern machen, zwei Mauern noch und dann bin ich hier mit dem Account durch. Ja, was machen wir eigentlich? Wir wollen ja eigentlich immer die gegnerische Queen ausschalten und zwei Lars schaffen. Ja, das könnten wir hier packen. Ich habe allerdings, wo sind die Feger? Da und da, die könnten wir auch kriegen. Ich habe einen Lava-Hund in der Clanburg und keine Bowler, sonst nehme ich ja immer Bowler mit. Aber ich würde sagen, wir testen den hier mal an. Das sieht ganz gut aus hier auf der Flanke hier. Und da gucken wir mal, wie wir hier in diese Base reinkommen können. Ich habe hier so ein ganz, ganz klassisches Deck im Moment dabei. So, hier den Sprung dabei und gucken wir mal, wie weit die jetzt überhaupt reinkommen. Wir spulen mal, ich zoome das mal ein bisschen raus. Dann kann man das mal ein bisschen besser sehen. Ja, das ist gut. Der King macht jetzt schon mal die gegnerische Queen. Hier meine Golems, ja, sind jetzt nicht wirklich mehr so super stark, aber mal schauen, ob die Truppen jetzt nicht ihren Weg gehen. Ich heile hier jetzt mal durch, in der Hoffnung, dass die noch die zweite La hier machen. Und würde aber trotzdem jetzt sagen, wir setzen hier jetzt mal ein paar Loons und schicken hier zwei Hunde rein. So, dann kommen hier die restlichen Loons und ich schicke jetzt hier über die Flanke. Ah, jetzt muss ich hier einmal zünden. So, jetzt habe ich auch noch zwei Eilzauber dabei. Und schicken über die andere Flanke unseren Hund, der hier jetzt quer durch die Base einmal fliegt. So. Hier müssen wir einmal was giften, glaube ich. Jetzt muss ich hier hinten. Ich habe natürlich kaum Clean-Up. Relativ wenig Clean-Up. Entschuldigt, dass ich jetzt nicht gerade so viel sagen konnte. Aber mal gucken, ob der eine Hund jetzt noch vielleicht aufplatzt. Mal sehen, ob ich noch Glück habe wie im CK-Angriff. Leider nicht. Okay. Aber wir haben die Base gepackt hier. Ja, super Sache hier. Also, so kann man Golaloon, denke ich mal, gut machen. Finde ich. Und zumindest im RH9-Bereich ist das immer noch ein richtig schicker Angriff hier. Und so habe ich mir hier auch jetzt die Sterne ergattert. Ganz gutes Dunkles. Also, das ist so Durchschnitt hier oben. Hier findest du selten so 3.000, 4.000, sondern eher so irgendwas so um die 2.500 bis 3.000. Das reicht mir auch. Ich habe natürlich ein bisschen Ausgaben zurzeit,
Aber der Hund kostet ja nichts. Oder, ja, ich glaube, er kostet 5. 5 oder 6. Dunkles und dann kann ich hier gleich wieder anfordern. Aber schaffe ich das denn jetzt überhaupt noch? Ja, 2 Lager noch. Das passt. Ja, das passt. Super. Schönes Ding hier. Schöne Ressourcen. Ja, eine Mauer mache ich jetzt im Moment, glaube ich, nicht mit meinem Elex. Ich muss einfach Dunkles farmen. Oh, das waren doch... Waren jetzt doch über 3000. Ja, das ist gut. Das ist super. Jawohl. So, dann kann ich hier nämlich wieder anfordern. Ein Hund oder Loons. Baue das Gleiche einfach nochmal nach. Warum kann ich das nicht quick train? Weil ich irgendwas zu viel habe. Muss mal eben schauen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Magier dabei. Ja, jetzt sind es 2. Jetzt kann ich hier auch wieder quick train. Und dann baue ich mir das noch einmal nach. Ich nehme also immer ein Sprungzauber, ein Heilzauber und ein Wutzauber. Ein Gift noch von mir. Oh, Entschuldigung. Das ist immer sehr laut, habe ich jetzt im Stream gehört. Und, okay, ich habe den Gift hier nicht verbraucht. Mal schauen, ob ich den loswerde. Da steht nur Dennis dran. Okay, den werde ich leider nicht los. Okay, also wie im Stream, ich schalte jetzt einmal um auf mein Torstendorf. Das ist im Reload Game, okay. Und auch hier habe ich einen Golaloon gebaut. Ich wechsle jetzt allerdings hier an dem am Tablet einmal auf den Account, weil ich auch mit dem ganz gerne hier am Tablet angreifen würde und jetzt nicht hier am PC, weil da kann ich die Truppen echt schlecht setzen. Und ihr seht das jetzt, dass jetzt gleich hier eine Nachricht bekommt, dass ein anderes Dorf sich hier mit verbindet. Und mit dem anderen Dorf können wir hier jetzt wieder reinspringen. Zack, da sind wir wieder. Jetzt sind wir auf meinem R10-Account und muss das jetzt nur einmal umschalten, dass ich nicht versehentlich hier in den Bildschirm reinklicke, denn dann springt er sofort wieder um. Aber hier bin ich mit meinem RH10-Account unterwegs und habe so eine ganz identische Armee gebaut. Habe natürlich viel, viel mehr Loons, muss auch ein bisschen mehr machen, wenn ich RH10 angreife. Und habe aber auch hier einen Hund und einen Loon mit in der Clanburg. Habe hier mal einen Klonzauber mitgenommen. Ja, warum auch nicht? Der Klonzauber wird ja unterbewertet, beziehungsweise er wird jetzt nochmal aufgewertet. Bei Rathaus 10 geht er dann auf Level 3. Und ich habe ihn ja noch gar nicht im Fokus, also habe ich mir gedacht, nimmst du mal mit. Und hier habe ich schon einmal angegriffen. Schönes Ding auch gewesen, volle 100%, richtig fett mit Ressourcen. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir einfach rein, gucken wir mal, was wir finden. Okay. Dunkles brauchen wir nicht so unbedingt. Oh, das ist immer ein Brocken, ne? Ey, das ist immer schön hier. Schöne Lock-Off-Base, hätte ich fast gesagt. Die Ressourcen sind, ja, sind für mich absolut in Ordnung. Hier ist alles ausgebrannt. Ich brauche 2 Lars und die Queen. Das ist krass. Alter, da gehen wir hier ganz piano hier mal über diese Ecken rein hier. Ja, ich bin ja auch nicht so hoch in der Liga hier. Ja, das muss man ja noch dazu sagen. Und so, wenn jetzt gleich die Zauberfabrik weg ist, dann kloppen wir hier mal unsere Mauerbrecher rein. Immer, ja, ich nehme immer ein bisschen viel mit. Denke ich mal. Aber mal schauen. Oh, die sind jetzt auch, sind die so weit gegangen hier, die Mauerbrecher? Ich weiß das jetzt gar nicht. Nur mal eben schauen. Und sieht aber ganz gut aus. Meine Helden stiefeln hier ganz gut durch die Base durch und jetzt habe ich gleich auch schon 2 Lars hier erwischt. Das ist super. Dann kann ich eigentlich jetzt hier schon mal anfangen, meine Hunde zu droppen auf die eine Lar hier. Und würde sagen, wir nehmen hier noch die restlichen Loons mit rein. Im Wutzauber. So. Jetzt klonen wir die gleich mal. Ah ne, da habe ich, ja, ich habe, boah, da habe ich gefriest, so ein Mist. Aber hier habe ich noch einen Hund und einen Loon. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das sieht gut aus.
Auch das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ah, da seht ihr noch die geklonten Loons. Und jetzt zünde ich mal meine Queen. Aber das ist natürlich, wenn hier kaum was schießt, ist das natürlich eine Overkill-Truppe hier. Und immer noch die geklonten Loons dazwischen. Da muss ich wirklich mal jetzt mal nachschauen, wie lange der jetzt schon auf Level 1 hält. Also ich habe den ja noch nicht gelevelt. Und ja, das ist wirklich krass. Sauber. Sauberer Angriff mit für mich echt super Ressourcen. Klar, ich mache hier jetzt immer mit Pokale. Das will ich eigentlich nicht, aber das ist mir egal. Und ja, das sieht super aus. Wunderbar. Zweiter Angriff. Ja, das ist alles. Für mich ist das alles in Ordnung. Ja, ich habe hier im Moment nichts zu verlieren. Ich spare im Moment auf die Kanone. Die hatte ich zwar schon vor 3-4 Folgen im Fokus, aber ich spare auf die im Moment und habe ein bisschen habe ich, glaube ich, in der Treasury drin. Ja, da fehlt mir aber noch ein bisschen was, denn ich hatte einen Bob freigekriegt. Wir haben ja auch ein kleines Dorf-Update, denn wir haben hier den X-Bogen auf Level 4 gebracht. Damit haben wir auch alle X-Bogen jetzt durch und ich bin jetzt schon im kleinen Stil dabei, den kleinen Mist so ein bisschen zu machen. Das heißt, ich habe hier eine Bombe angestoßen, die läuft auch nur 3 Tage. Da habe ich, ich glaube, die kostet 2,5. Und ja, mit der Kanone hier und ich glaube, diesem Bombentower hier ist meine Defense dann auch durch. Das heißt also, ich muss da noch ein paar Luftfallen machen. Ja, stimmt gar nicht. Vergesst es. Die Feger. Ich habe die beiden Feger vergessen. Die muss ich auch noch leveln. Ja. Okay, aber ich habe auch wieder eine Mauer gemacht hier. Und ich glaube, ich habe die gleiche Armee jetzt nochmal nachgebaut. Ich gucke mal eben. Hier habe ich natürlich schon zweimal im Event gespielt. Aber wir können die gleiche Truppe, glaube ich, nochmal einfach bauen. Das mache ich auch. Das sieht gut aus. Und jetzt habe ich hier 2 Gift. Das ist 1 Gift zu viel, das ist doof. Deswegen fehlt mir an der Stelle nämlich der Sprungzauber. Also da muss ich einmal umplanen hier. Das muss ich so machen. Dann kriege ich hier jetzt noch einen Sprung rein. Und hier habe ich jetzt mal 2 Eil dabei. Okay, da habe ich den Klonzauber nicht mit drin. Aber hier habe ich ihn wieder mit drin. Und hier muss jetzt ein Sprung rein. Jawohl, so sieht das gut aus. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht wesentlich mehr zu sagen. Den letzten CK haben wir gnadenlos verloren. Das habt ihr, denke ich mal, auch im Livestream mitbekommen. Gegen die Engineering-Truppe hier, das war abzusehen, die mit ihren 12 oder 13 RH-11-Dörfern gegen unsere 5, das war hier eine ganz, ganz starke Übermacht und die haben hier unsere 10er regelrecht zerpflückt, das kann man nicht anders sagen, aber vielleicht sieht Supercell ja sowas mal, denn sowas gehört auch eigentlich ins Update, dass dieses Mismatching nicht mehr so stark vorkommt, denn gegen solche Clubs hier, da hast du echt keine Chancen. Vor allen Dingen hier im oberen Bereich waren die uns haushoch überlegen, muss man sagen. Sie hatten dann zwar jetzt nicht so super gute Bases, aber du musst auch erstmal eine RH-11 Base ohne Adler schaffen. Auf 3, ja. Das ist auch nicht jedermanns Ding. Und deswegen haben wir hier leider verloren. Aber der nächste CK sieht schon wieder ganz ausgeglichen aus. 4 Elfer bei uns, 4 Elfer beim Gegner. Wir haben... ich sag's ja immer wieder, 4 Elfer, nein, es sind 5 Elfer. Und wenn ich diesen Scheiß hier unten schon wieder sehe, ja, so eine grottenmäßige RH8 Base, aber jetzt guckt euch das wieder an, ja, das ist der 15. hier und der wird natürlich bei unseren RH10 an Stress machen. Der kann zwar nichts, aber er kann Bowler. Und das reicht. Leider reicht das, das ist das Problem. Solche Accounts hier, die machen genau eine einzige Truppe hoch, nämlich die im Moment bei Clash of Clans sehr erfolgreich ist im RH11-Bereich. Das sind, finde ich, RH11 gegen RH10, das sind die Bowler und die Hutter. Ja, da könnt ihr euch denken, dass der unter Umständen bei uns 1-2 Zehner schafft. Ja, und natürlich schafft die bei uns auch 9er hier, gar keine Frage. Aber schon wieder irgendwie so eine Grütze und der Rest ist aber durchwachsen. Wir sind leider ein paar RH9er mehr als der Gegner hat. Aber ich denke mal, die 10er Bases hier werden wir in jedem Fall irgendwie packen. Nur mal schauen.
irgendwie geht das immer alles. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Während ich euch nochmal meinen anderen Angriff zeige, nämlich den hier. Den gucken wir uns einfach nochmal an. Ich habe wieder so ein paar Sachen im Stream festgestellt, die mir eigentlich nicht so gut gepasst haben. Das ist zum Beispiel der Chat. Der Chat war irgendwie doof, also der Ingame-Chat, den man in meinem Bild sieht, den fand ich grauenhaft von dem Text her. Das habe ich vorher auch nicht wirklich gecheckt, das fix ich. Und aber sonst war es eine runde Sache. Ich war natürlich gnadenlos 2 oder 3 Stunden zu spät. Wer das Video gesehen hat, man kann es sich ja noch anschauen bei mir in den Videos, der hat gesehen, dass ich lange gewartet habe, weil noch nicht alle zu Hause waren hier. Und dementsprechend war das hier auch eine relativ überschaubare Fangemeinde. Dann merkt man das doch schon, dass einige nicht mehr so lange auf sein dürfen. Ja. Und ja, muss ich mal so sagen, dass ich habe ja auch vermutlich jüngere Zuschauer, die dann um 23 Uhr samstags abends nicht mehr unbedingt irgendwo auf sind. Und deswegen werde ich nächstes Mal auch wieder eine andere Zeit nutzen. Sicherlich ein bisschen früher, aber werde das auch wieder, denke ich mal, irgendwo ankündigen. Und dann gucken wir mal, wann wir uns das nächste Mal sehen. Also die Abstände werden sicherlich kürzer, denn ich hätte mich jetzt auch hier hinsetzen können und hätte mal eben ein Stündchen live gestreamt. Ja, so ein bisschen farmen können wir ja auch machen, ein bisschen diskutieren. Und wir müssen nicht unbedingt immer CK-Kämpfe sehen, was immer noch mein Hauptaugenmerk ist auf diesem Kanal hier. Aber man kann ja auch mal was anderes machen und mal ein ganz anderes Motto haben. Aber ich denke, das hat trotzdem gepasst hier, auch mit dieser Umschalterei zu den verschiedenen Dörfern. Fand ich zumindest ganz gut. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Ihr könnt mir das bitte mal in die Kommentare schreiben. Kann ich so machen? Soll ich lieber lassen? Ja, und gerade am Mobile Device hier kommt die Qualität nicht ganz so gut rüber wie am PC. Aber es reicht. Ja, aber ich denke auch hier ein schöner Angriff. Toll. Toll gemacht. Hast du toll gemacht, Thorsten. Ja, super. Ja, das ist erstmal gewesen von mir. Wir sehen uns diese Woche sowieso noch 4-5 Mal. Und ich würde sagen, das war es von dieser Farm-Folge hier aus dem Lava-Hund-Event. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in dieser Woche, wenn der Tote wieder crasht. Bye, bye.